Fragen, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Ich sehe, ihr seid alle gut ausgestattet und seid auch bereit. Vor allem, was ich sehe, ist eine riesen Anzahl an Leuten. Das finde ich sensationell, dass ihr hier alle heute da seid, hier im VIP-Bereich vom SVW in Wiesbaden. Und damit einhergeht auch gleich nochmal ein riesen Lob an den SVW in Wiesbaden, die uns nämlich hier die Räumlichkeiten mietkostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Der Augen. Für mich war es ehrlich gesagt ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe normalerweise maximal 3 Augenpaare, die auf mich gerichtet waren bisher. Jetzt sind so viele und auch sehr viele Bekannte und mit denen man viele Erinnerungen. Auch einen habe ich schon gesehen, einer von wenigen, der mich mal vom Platz gestellt hat. Wo ist er denn eigentlich? Wo ist er? Heute? Ist er weg? Aber gut, jetzt weiß wenigstens jeder, wer es war. In meiner Zeit, als ich gekickt habe, gab es, ich glaube, 2 Fälle, die markant waren. Da war es, also das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. 0. Der Spieler hat einen Schiedsrichter geschlagen, er wurde gesperrt hier in Hessen. Ja. Hier ist die Brücke. Ich fahre eine Viertelstunde über die Brücke rüber, da bin ich in Rheinland-Pfalz und er hat dann in Rheinland-Pfalz wieder gekickt. Wie kann sowas denn gehen? Ja, das ist eine gute Frage, aber mittlerweile, sage ich mal, sind wir so gut vernetzt, dass dieses eigentlich auch nicht mehr passieren kann. Weil die Absprachen im Südwestverband, im Fußballverband eigentlich gut funktionieren. Weil gerade wir auch in Wiesbaden oder in Main-Taunus haben ja Austausch in Mainz und von daher wird da schon darauf geachtet, wenn Spieler hier ein Jahr oder wie auch immer gesperrt werden, dass die nicht darüber fahren können und da drüben dann spielen. Gibt es denn eine Möglichkeit, wenn man sich in einem bestimmten Gremium zusammensetzt, an dem Respekt gegenüber Schiedsrichter zu arbeiten, dass man sagt, man ruft vielleicht eine Image-Kampagne ins Leben? Also genau deshalb treffen wir uns ja zum Beispiel heute Abend hier. Ich erhoffe mir natürlich auch von dem heutigen Abend und der Diskussion, die sich entwickelt, dass sich auf Ebene des Fußballausschusses oder so durch den Input, den es gibt, durchaus Ideen entwickeln, wie wir hier für den Fußballkreis vielleicht tatsächlich auch andere Wege finden. Das kann vielleicht so eine Kampagne sein, will aber sagen, das Problem, wenn es dort passiert, ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Wir sollten endlich mal wieder anfangen, dass die Eltern ihre Kinder ordentlich erziehen, zu einem respektvollen Umgang kommen. Der Profibereich, der ja über den DFB aufgesteuert wird, ist uns auch nicht hilfreich. Wenn wir sehen, wie samstags oder am Wochenende im Profibereich die Spieler auf die Schiedsrichter losgehen, wie sich Betreuer, wie sich Vereinsverantwortliche am Spielfeldrand gerieren und auf Schiedsrichter und auf den fetten Offiziellen losgehen, das ist natürlich kein Vorbild. Das sehen wir sonntags dann auf den Sportplätzen oder im Rampenbereich dann wieder. Und da ist der DFB gefordert. Hier müssen wir die Schiedsrichter und hier müssen wir auch die Schiedsrichter, hier müssen wir die Schiedsrichter stärken, müssen die Schiedsrichter unterstützen. Deshalb bedanke ich mich auch beim OB für diese Veranstaltung heute, dass der Fokus im Rahmen dieses Jahres des Ehrenamtes in Anführungszeichen auch jetzt mal auf die Schiedsrichter gerichtet wird. Ich meine, ich muss kein ausgebildeter Lippenleser sein, um zu wissen, dass da dieses Wort mit A fällt oder das Wort mit F und U am Ende. Und da passiert nichts. Muss man auf dem Feld so ein dickes Fell haben oder gehört das mittlerweile einfach so dazu? Da kommen wir vielleicht auch zu der Problematik. Das ist natürlich eine schwere Frage, weil jeder von uns Schiedsrichter ein Individuum ist und das ist ja die Problematik. Jeder geht mit so einer Sache komplett anders um. Wir hatten ja jetzt wieder schön gehabt, die WM, wie viele Selbstfaller da waren oder wie da reklamiert ist, wie du selbst gerade gesagt hast. Aber ich habe ja gerade eben schon vorhin gesagt, wir dürfen nicht unbedingt die erste Liga oder Champions League als Maßstab für unsere Liga nehmen. Müssen das aber nicht. Aber warum nicht? Weil letztendlich die Jungs, die auf dem Platz stehen, die in der A-Liga spielen, die kaufen sich alle die Fußballschuhe, die Großen haben. Die gucken sich an, wie die jubeln und springen, machen, grätschen, fliegen, wie auch immer. Und genau das gucken sie sich doch auch an. Wenn ich dann aber sehe, dass ein Schiedsrichter, und ich meine letztendlich ist es ein Reglement, im Reglement steht drinne Beleidigung, rote Karte. Sehe ich das falsch? Danke. Da steht auch drin, wer gegen Entscheidungen des Schiedsrichters protestiert, wird verwarnt. Das steht auch im Regelwerk. Zum Beispiel, warum wird sowas nicht
Konstante durchgesetzt. Weil es steht doch geschrieben, also da gibt es doch eigentlich nichts zu diskutieren. Geschrieben steht einiges im Regelwerk, aber wie schon gerade eben gesagt, man muss es schon ein Stück weit trennen, die Profischiene und auch den Amateurbereich. Ich verstehe es klar, die Jungs, die gucken sich die Top-Profis an, nehmen sich ein Vorbild an, nehmen auch, oder wie die alle heißen. Aber nichtsdestotrotz bewegen wir uns da in einer komplett anderen Welt. Und ja, ich gebe recht, das, was im Fernsehen passiert, das passiert dann bei uns auf den Sportplätzen genauso. Und darauf müssen wir uns gefasst machen, bereit machen. Und das ist halt unser Steckenpferd, was wir immer so mit uns rumschleppen, Woche für Woche. Können Sie mir erklären, was der Unterschied in den Regeln zwischen einer Profiliga und einer Amateurliga ist? Ob es in der Profiliga andere Regeln gibt, die anders geartet werden, oder ob wir die gleichen Regeln haben? Darf ich beantworten? Ja. Muss ich wahrscheinlich auch, ja? War mir schon klar. Nein, natürlich nicht. Es gibt das eine und das andere Regelwerk. Wir haben nur das eine, aber so wie wir das leben und ausleben, ist wieder was komplett anderes. Da besteht nämlich der Unterschied. Ja, es gibt klare Dinge. Wenn es eine Notbremse ist, ist es eine Notbremse. Egal, ob es in der ersten Liga oder in der C-Klasse ist, das spielt keine Rolle. Aber nichtsdestotrotz bewegen wir uns da auf einer ganz anderen Ebene und da wollen wir das auch eigentlich belassen. Bevor wir die Liste schon mal auf dem Publikum nehmen, würde mich mal interessieren, wer von euch schiebt sich denn pfeift denn schon seit mindestens oder erst seit 2 Jahren? Damen, wer pfeift erst seit 1 Jahr? Da bleiben noch ein paar Hände. Okay, wer pfeift weniger als ein 1/2 Jahr? Jungs, ich komme mal kurz ganz kurz zu euch. Wenn du das Ganze hier hörst, was denkst du dann über die Zukunft? Das könnte ein bisschen schwierig werden. Gute Werbung. Aber hemmt es dich dann weiterzumachen oder sagst du, nö, trotzdem, ich mach's weiter, weil es mir Spaß macht? Oder was ist dein Gedankengang? Also ich würde trotzdem weitermachen, weil es bessert sich ja auch hier durch und so. Und ja. Also, das ist die Zukunft. Ist sowas nicht da auch eine Kampagne, die auch an dem Rädchen drehen kann, um sowas wiederherzustellen? Dieses Gefühl, dass man auch was für die Gesellschaft macht und nicht immer nur irgendwas machen muss, erstens, wo ich eine Gegenleistung für bekomme, oder zweitens, wo ich was mache, was jemand anderem einen Vorteil bringt, ohne dass ich dafür entlohnt werden möchte. Jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, ganz gleich, ob es im Schiedsrichterbereich oder in den vielen anderen Bereichen, der bekommt dafür eine Gegenleistung. Er bekommt dafür nämlich im allerbesten Falle die Anerkennung und die öffentliche Wertschätzung, die ihm dafür gebührt, wenn er sich tatsächlich, wenn er das Wichtigste, was er hat, Lebenszeit, dafür einsetzt, dass ein Fußballspiel stattfinden kann, dass ein Krankentransport stattfinden kann, dass ein Musikkonzert stattfinden kann, was auch immer. Von daher, man bekommt eine Gegenleistung dafür und es sollte in Zukunft eben nicht so sein, dass ein Schiedsrichter, um mal bei der heutigen Veranstaltung zu bleiben, vom Platz geht, in die Kabine rennt und sich 2 Stunden nicht raustraut, weil der wütende Mob vor der Tür steht. Da müssen wir weg, da brauchen wir deutlich mehr Respekt und dafür soll natürlich auch so eine Veranstaltung wie heute Abend dienen, dass man sich einfach Gedanken macht, wie kriegen wir das gemeinsam in Zukunft besser hin. Wir wollen jetzt nicht nur das Ganze so negativ sehen, wir sind in Wiesbaden ja an sich ganz gut aufgestellt, auch was die Ausfälle anbelangt. Wir hatten ja auch nicht so viele Vergehen in den letzten Jahren. Immer, du sitzt ja auch im Sportgericht, denn wir haben also da 4 der 5 Vergehen gehabt, wo es gegen Schiedsrichter ging. Wir sind auch nicht in der Situation wie Frankfurt. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, gab es vor 14 Tagen einen Bericht Blut und Spiele über die Situation in Frankfurt. Und so weit, da sind wir weit entfernt. Die haben also auch im Jugendbereich mehrfach massive Angriffe, Tätigkeiten gegen Schiedsrichter gehabt und haben also einen Spieltag komplett im Jugendbereich boykottiert, die Schiedsrichtervereinigung Frankfurt. Also wir sind in Wiesbaden da noch wesentlich besser aufgestellt und wir können auch positiv jetzt nach vorne gucken. Es ist jetzt nicht so, dass bei uns alles schlecht ist. Geht mit den Schiedsrichtern pfleglich um. Haltet eure Vereinsverantwortlichen, haltet eure Trainer, habt die im Griff, dass die nicht massiv von außen auf die Spiele einwirken. Wir können nur appellieren und in der Regel geht dies schief.
Okay. Wenn es um den Abstieg geht oder um den Aufstieg geht oder um den Sieg geht, dann werden jegliche hehren Vorkehrungen gehen dann verloren. Also es ist schwierig, aber wir sind natürlich auch gehalten und möchte ich auch die Schiedsrichter darauf hinweisen. Es wird relativ wenig in den Spielberichten vermerkt, dass Trainer und Vereinsverantwortliche sich daneben benehmen. Und wir können nur dann aktiv werden, wenn die Schiedsrichter entsprechende Mitteilungen machen und dann greifen wir auch durch. Meiner Ansicht nach muss jeder Verein einen Schiedsrichterbeauftragten benennen. Und dieser Schiedsrichterbeauftragte, vielleicht sollte man den Verein mit diesem Posten, der nicht nur auf dem Papier stehen sollte, wir müssen jetzt den Schiedsrichterbeauftragten benennen, auch ein bisschen mehr in den Dienstboten nehmen von Vereinsseite aus. Zum Beispiel, was der Kollege sagt, manche Vereine wird man ordentlich begrüßt, bekommt eine ordentliche Kabine zur Verfügung gestellt. Bei manchen Vereinen fühlt man sich schon als drittes Rad am Wagen. Vielleicht ist das, dass man das nicht nur auf dem Papier darstellt, einen Schiedsrichterbeauftragten, sondern vielleicht sollte man das auch wirklich leben. Also um gerade dieses Amt des Schiedsrichterbeauftragten, das ja, wenn wir uns beide erinnern, also in den 90er Jahren relativ gut ausgefüllt war, auch in den unteren Klassen, nicht nur in den höheren Klassen, sondern wenn man in die Kreisoberliga, in die Bezirksoberliga kam, da war eigentlich immer jemand da und den kannte man auch, weil man beim nächsten Mal kam, war das derselbe. Das ist natürlich wahr, das ist schon mal ein wichtiger Ankerpunkt für einen Schiedsrichter, wenn der zu einem Verein kommt, da ist jemand da, den er vielleicht schon kennt und der sagt, ich bin heute für dich zuständig. Wenn was ist. Die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Verein darstellt. Ja, der auch für die eigenen Schiedsrichter auch ein Ansprechpartner im Verein. Ja. Der Schiedsrichter einen Ansprechpartner hat, der vielleicht sein Anliegen an den Verein weitergibt. Ja. Der vielleicht sein Anliegen an den Verein weitergibt an diesem Tag, pass mal auf, als der da erhält, das habe ich als Problem oder das. Ich war übrigens 5 Jahre Schiedsrichterbeauftragter meines Vereins, ohne das zu wissen, weil er einfach meinen Namen hat.